Hey, ich weiß, es ist spät, aber ich hoffe, du bist wach und kannst mir helfen. Oha, diese Anfrage scheint aber echt wichtig zu sein. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Shop-Fails-Best-of. Ja, hast Glück, hab die Nachricht gerade noch durch Zufall gesehen. Wollte eigentlich ins Bett? Was gibt's denn? Ein Glück! Ich habe heute auf der Arbeit meinen ganzen Mut zusammengenommen und die neue Kollegin nach ihrer Nummer gefragt und sie hat mir sie gegeben. Du musst wissen, ich bin nicht der attraktivste Kerl und das hat mir echt viel abverlangt. Aber sie war so freundlich von Beginn an zu mir und ich möchte sie unbedingt besser kennenlernen. Sie scheint ein wundervoller Mensch zu sein. Sei stolz auf dich. Du hast alleine den ersten Schritt gemacht. Aber wie genau kann ich dir denn jetzt helfen? Ich habe ihr vorhin meine erste Nachricht geschickt und dachte nicht, sie würde mir direkt antworten. Aber das hat sie getan und sie fragt, was ich gerade mache und ich brauche Hilfe, um mit ihr zu schreiben. Das darf jetzt nicht schiefgehen. Was machst du denn gerade? Zocke MW3 auf der PS5. Und ja, ich weiß, ist nicht das Coolste mit Anfang 30, aber es ist nun mal so. Ja, dann schreib ihr die Wahrheit und frag, was sie macht. Okay, mache ich. Wow, sie guckt Simpsons. Ich liebe diese Serie. Was soll ich jetzt schreiben? Was würdest du ihr denn gerne schreiben? Dass ich mich wirklich freue, mit ihr Kontakt zu haben, sie aber viel lieber persönlich kennenlernen möchte und sie deshalb gerne morgen Abend zum Essen ausführen möchte. Dann würde ich es damit versuchen. Okay, ich versuch's, wenn du das sagst. Wow, sie hat ja gesagt. Ich hole sie morgen Abend um 20 Uhr ab und wir gehen Sushi essen. Du bist wirklich der Größte. Danke dafür. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich weiß nicht, was du für den Service möchtest. Aber sag mir egal, welche Summe. Und ich schicke sie dir per PayPal. Ich hab doch gar nichts gemacht. Du hast ihr geschrieben, was du wirklich machst. Und hast sie danach, so wie du es selbst wolltest, mit deinen Worten eingeladen. Ich möchte keinen Cent von dir, genau wie von jedem anderen. Ich biete diese Hilfe nur aus einem Grund an. Ich möchte, dass wundervolle Menschen wie du ihren Wert erkennen. Denn wenn du du selbst bist und eine Frau die richtige ist, wird sie das auch erkennen. Deshalb stell dein Licht bitte nicht unter den Scheffel und akzeptiere, was für ein toller Kerl du bist. Wünsche euch beiden morgen Abend ein wundervolles Date und würde mich freuen, vielleicht nochmal in Zukunft von dir zu hören. Was ein toller Mensch! Den hätte ich auch schon mal gebrauchen können. Weiter geht es mit einem nicht ganz so tollen Menschen, aber seht selbst. Boah, Schatz, ich hab dir gesagt, ich habe heute einen harten Tag und du wolltest dich deshalb um den Haushalt kümmern. Was meinst du? Ich hab doch wirklich alles erledigt. Oder habe ich was vergessen? Die Tasse auf dem Bild hast du zum Beispiel vergessen, in die Spülmaschine zu räumen. Und dann hast du das Besteck in der Spülmaschine wieder mit dem Kopf in den Besteckkorb gelegt. Ich weiß nicht, wie oft ich dir das sagen soll, so wird es nicht richtig sauber. Okay, dann habe ich das übersehen. Entschuldige, kommt beim nächsten Mal nicht mehr vor. Und dann das Wohnzimmer. Wenn du keinen Bock darauf hast, die Kissen in der richtigen Reihenfolge zu platzieren, dann kannst du dir die Mühe mit dem Aufräumen auch sparen. Und dann hast du die Hälfte beim Einkaufen vergessen. Ich hab dir gesagt, wir brauchen Milch, weil nur noch 3 Packen da sind und du hast keine gekauft. Okay, aber das sind doch wirklich Kleinigkeiten. Ich habe ja quasi alles gemacht. Mir geht es einfach darum, dass du dich um alles kümmern wolltest und ich jetzt doch wieder nahezu alles alleine machen musste. Ja, du hast wirklich recht und es tut mir sehr leid. Ich vergesse manchmal, was für eine Belastung ich für dich bin. Aber ich verspreche dir, es kommt in Zukunft nicht mehr vor. Denn mir reicht es. Ich werde mir jetzt mit den Jungs so dermaßen den Arsch zuziehen und dann morgen ausziehen. Das ist doch eine gerechtfertigte Reaktion. Oder wie seht ihr das? Schreibt's in die Kommentare. Der letzte Clip für heute behandelt eine etwas ungewöhnliche Anfrage auf Kleinanzeigen. Moin, sag mal, ist das Handy noch da? Ja, das Handy ist noch da. Interesse? Ja, generell schon. Das Handy wäre für meine Tochter zum 18. Geburtstag, aber es gibt ein kleines Problem. Was denn für ein Problem? Meine Tochter ist aktuell in so einer Phase. Sie ist Umweltaktivistin und hat sehr strikte Ansichten zu gewissen Themen. Du meinst Klimakleber? Ja, unter anderem. Sie würde halt niemals ein neues Handy annehmen, da das ja nicht nachhaltig ist und deins ist ja quasi neu. Ich möchte halt sicher gehen, dass das Handy eine gewisse Qualität hat und funktioniert. Ist vielleicht eine komische Frage, aber würdest du eventuell die Folie etc. entfernen und dem Handy ein paar Gebrauchsspuren verpassen? Dann wäre es zwar neu, aber meine Tochter würde es annehmen. Boah, ich weiß nicht. Ich packe auch nochmal 50 Euro drauf. Ja, okay, Sekunde. So, habe die Folie entfernt und mit einem Zahnstocher einige leichte Kratzer in den Rahmen gepackt. Ich denke, das sollte definitiv klar gehen. Wie dumm kann man bitte sein? Hast du das ernsthaft gemacht? Alter, ich habe keine Tochter. Naja, viel Spaß mit deinem Handy, was jetzt locker 150 Euro weniger wert ist. Das war eine überraschende Wendung, oder? Wie dem auch sei, das war's für heute auch schon wieder. Lasst ein Like da und bis zum nächsten Mal. Euer Kai-Uwe.